Hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Kanal. Heute ein neues Video und heute möchte ich mir mit euch zusammen mal anschauen, ja, wie freizeittauglich, wie urlaubstauglich sind denn die Kameras von Insta360. In meinem Fall jetzt hier die Insta360 X4, die mich jetzt gerade filmt, und die Insta360 Ace Pro, die euch jetzt gerade filmt. Beide Kameras habe ich heute dabei, sonst nichts weiter. Hashtag Transparenz, ihr habt es auch gesehen, ich habe es eingeblendet, enthält Produktplatzierungen bzw. Werbung, liegt einfach daran, die Ace Pro wurde mir von Insta360 zur Verfügung gestellt, die X4 habe ich mir selber gekauft und seitdem ich die beiden Kameras habe, nutze ich sie sehr, sehr viel und sehr, sehr gern, weil die machen einfach richtig Spaß, kann ich euch sagen. Das sind echt tolle Kameras, mit denen man richtig was anfangen kann. Jetzt ist es so, dass man in der Freizeit wahrscheinlich keine große Lust hat auf Color Grading und all solche Geschichten. Das ist eine Geschichte, glaube ich, wenn man sich als normaler Konsumer eine Kamera kauft, dann will man nicht da ewig im Videoschnitt rumpummeln. Ich selbst mache das sehr, sehr gern, aber um euch ein bisschen transparenter das Ganze zu zeigen, habe ich beide Kameras heute eingestellt auf das Farbprofil Vivid und werde keinerlei Color Grading vornehmen am Ende des Tages mit dem Videomaterial, was ihr dann hier quasi jetzt seht. Einzige, was ich mache, und das ist die Besonderheit, ich werde das gesamte Film- und Videomaterial aus der Insta360 X4 auf meinem iPad Pro framen und dort mir quasi fertig machen, bevor ich dann mit diesem Videomaterial an mein Mac Studio gehe, um in DaVinci Resolve das finale Video, was ihr jetzt hier schon seht, quasi zu schneiden. Das ist meine Challenge, das habe ich mir so überlegt, würde ich gerne machen. Das Videomaterial der Insta360 Ace Pro, das müssen wir nicht extra über die App holen, außer wir würden den Freeframe-Modus nutzen, da könnte man das machen. Aber den lasse ich jetzt hier heute mal außen vor. Ich filme standardmäßig ganz normal 16:9 in 4K 60. Die Insta360 X4 wird die meiste Zeit in 8K 30 filmen. Ansonsten blende ich es euch ein, wenn ich mal was anderes eingestellt habe. Und ich blende euch auch immer ein, welche Kamera von den beiden gerade filmt. Ja, das mal so als Einleitung. Und jetzt werde ich ein bisschen anfangen, Impressionen hier einzusammeln. Ein bisschen was zu filmen. Es ist knallig heiß. Es ist richtig Arbeit für die Kameras, glaube ich. Weiß nicht, wie gut das ist. Schwarze Kameras, ja, also die werden so schon warm, einfach weil sie eingeschaltet sind. Die X4 filmt ja jetzt. Naja, mal sehen, wie lange das gut geht. Ich hoffe, ich komme ein gutes Stück. Und ein bisschen was habe ich jetzt auf dem Weg hierher natürlich schon eingesammelt. Das blende ich euch jetzt erstmal ein. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall an anderer Stelle nochmal wieder. Ich fahre jetzt hier natürlich auf einem schönen glatten Weg. Man muss immer aufpassen, wenn das so weit vorsteht, dass man nicht irgendwo hängen bleibt. So. Genau. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal hier um. Das nächste, was jetzt hier kommt, ist ein schöner, schattiger und dunkler Waldbereich. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, ich habe Sonnenbrille auf, dass man da jetzt nichts Schlimmeres. Wow, genau das meine ich mit den Löchern. Und jetzt seht ihr auch mal einen Vergleich zwischen Ace Pro und X4, wenn das Licht nicht mehr so gut ist.
Ja, Leute, ich hoffe mal, das waren für euch ein paar interessante Impressionen. Ich hatte die X4 ja einfach überall mal am Fahrrad montiert und ein bisschen was ausprobiert, unterschiedliche Perspektiven. Jetzt möchte ich gerne mal noch mit der Ace Pro ein paar Fotos machen, weil einfach unterwegs sein und nur filmen, das geht bei mir nicht. Ich möchte Fotos machen. Alles Dinge, die ich einfach gern ausprobieren möchte, die vielleicht für euch so ein bisschen einen Urlaubsworkflow darstellen könnten. Das müsst ihr natürlich selber entscheiden. Und ja, wir schalten hier jetzt einfach mal auf Foto. Ich mache erstmal nur Fotos mit der Ace Pro. Ob ich das dann noch mit der X4 mache, weiß ich noch nicht, weil die muss man dann wieder framen. Da hat man ein bisschen mehr Aufwand. Mir geht es jetzt einfach hier nur mal so darum, überhaupt Fotos zu machen. Ich habe immer den Selbstauslöser an. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Da können wir ja auch mal ein Foto einfach hier so von uns machen. Ich mache 48 Megapixel Fotos, also volle Auflösung. Und das bearbeiten wir dann ebenfalls auf dem iPad. Ja, so sieht das schon besser aus. Okay. Ja, haben wir auch mal ein paar Fotos gemacht und jetzt werde ich noch hier ein paar Videoaufnahmen quasi einsammeln. Ja, ihr Lieben, ich habe die Ace Pro jetzt mal auf 4K 120 eingestellt. Was ihr jetzt hört, sind die internen Mikrofone der Kamera. Keine Ahnung, wie gut die performen, habe ich bisher noch nicht ausprobiert. Aber wenn ich so davon ausgehe, wie die Kamera ihren Job macht, denke ich mal, kann das auch ganz gut sein. Und was ich jetzt vorhabe, ist, da unten sind Fische und da werde ich jetzt die Kamera mal reinhalten. Ich habe auch ein bisschen Brot mit, damit wir die ein bisschen anfüttern können. Und ja, muss nur aufpassen, dass ich da nicht runterstürze und dann könnte das doch recht spannend werden, glaube ich. Der Wind, der bläst wie's böse. Morgen sollen wieder Unwetter kommen, was immer nicht so schön ist. Deswegen bin ich auch heute noch mal los, weil ich das unbedingt auf dem Zettel hatte, das mal auszuprobieren, was geht mit den beiden Kameras, wenn man beide hat. Klar, das ist finanziell erstmal was, was man aufbringen muss. Ich finde aber, dass man mit der X4 nicht das machen kann wie mit der Ace Pro. Und man kann mit der Ace Pro natürlich logischerweise nicht das machen, was man mit der X4 machen kann. Also 360 Grad ist halt wirklich diesen 360 Grad Kameras vorbehalten. Ich finde aber eben auch ganz ehrlich, dass die X4 keine richtige Actioncam im eigentlichen Sinne ist. Dafür fehlt es dann einfach an Videoqualität unterm Strich, finde ich. Also die Ace Pro liefert,
so meine ersten Eindrücke in den ersten Wochen. Auf jeden Fall das bessere Bild. Man ist flexibler. 4K bis 120 ist möglich und Full HD bis 240 FPS. Das alles funktioniert mit der X4 natürlich nicht. Was mir an der X4 gut gefällt, ist dieser Ich-Modus, dieser Me-Mode. Den werden wir jetzt auch gleich testen. Dafür baue ich euch wieder ans Fahrrad und dann fahren wir mal noch ein Stück weiter. Ja Leute, das ist jetzt hier der Me-Mode, der Ich-Modus, der Insta360 X4. Ich habe jetzt den Abstand zur Kamera nicht so groß gewählt. Also schon noch im überschaubaren Rahmen, würde ich jetzt so sagen. Und das funktioniert eigentlich immer sehr gut. Ich mag das. Finde ich sehr cool. Bildqualität könnte ein bisschen besser sein. Wir fahren jetzt auch mal in einen dunkleren Bereich, wo auch schon ein paar Wurzeln so über den oder unter dem Asphalt hervorkommen, wo es ein bisschen shaky wird. Mal gucken, was da jetzt mit der Bildqualität funktioniert. Ja, Tonübertragung, da gibt es natürlich auch noch eine ganz einfache Geschichte. Wer nicht die internen Mikrofone nutzen will, die auch, ja, also sie sind nicht schlecht, nicht falsch verstehen, aber sie haben halt nicht so die Qualität, vor allem wenn Wind kommt. Sie sind in diesem Bereich für Actioncams, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt. Also da habe ich schon weit Schlechteres gesehen und erlebt. Aber es ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Externes Mikrofon für beide Kameras eigentlich zu empfehlen. Ich nutze hier das Rode Wireless Pro. Das habe ich jetzt schon ein halbes Jahr im Einsatz an allen meinen Kameras und ich liebe es einfach. Wenn ihr es aber einfacher haben wollt, weil ihr zum Beispiel keinen extra Empfänger montieren wollt an eure Kamera, dann empfehle ich euch das DJI Mic 2. Das kann man sich quasi als Sender kaufen. Braucht keinen Empfänger, weil man es mit beiden Kameras direkt mit Bluetooth oder über Bluetooth verbinden kann. Manchmal gibt es Firmware-Updates, da ist die Funktion dann erstmal wieder nicht vorhanden. Ich weiß nicht, wie es da weitergeht, dazu kann ich nichts sagen. Aber aktuell ist es definitiv möglich, das DJI Mic 2, also die Sender, mit beiden Kameras über Bluetooth zu verbinden. Und dann hat man schon eine recht gute Tonqualität. Und ja, man kann sich noch ein Lavalier-Mikrofon dazu kaufen, so wie ich das mache. Ich mag das nicht, wenn die Mikrofone hier immer irgendwo am Kragen hängen. Finde ich immer irgendwie optisch sehr unschön, auch wenn das ja mittlerweile jeder so macht. So ein kleines Lavalier-Mikrofon und dann den Sender quasi in die Hosentasche stecken. Finde ich persönlich ein bisschen ästhetischer, aber das ist natürlich, ja, zum einen jammern auf hohem Niveau und zum anderen nicht notwendig, das zu machen. Ja, Leute, jetzt habe ich mal geswitcht. An der Ace Pro habe ich jetzt den Ton, also den Empfänger für mein Wireless Pro dran, damit ich damit den Ton aufnehmen kann. Und die Insta360 X4 ist jetzt quasi wasserdicht und damit könnte ich jetzt hier auch in die Mulde die Kamera halten. Allerdings habe ich den Trick noch nicht raus mit der X4 unter Wasser. Das ist gar nicht so einfach. Irgendwie ja, passiert da was mit den Linsen. So richtig weiß ich es noch nicht, da muss ich mich mal schlau machen. Das machen wir mal in einem anderen Video, Unterwasseraufnahmen mit der Insta360 X4. Deswegen hatte ich gerade auch in der Leine bei den Fischen eben die Ace Pro genommen. Da ist es wesentlich einfacher, das zu machen und man hat am Ende des Tages dann auch eine bessere Bildqualität, auch wenn man sich nicht umsehen kann, natürlich. Ja, was ich euch mal noch zeigen wollte, hatte ich euch schon mal vorgestellt. Hier mein kleines Dreibein. Das mache ich immer entweder an den 1,40 Meter Selfie Stick von Insta360 oder eben hier an den 3 Meter Selfie Stick. Da kann man die Füße hier noch ausfahren, damit das auch wirklich einen ordentlichen und sicheren Stand hat. So. Und wenn ich es nicht brauche, dann klappe ich es einfach zusammen. Und dann habe ich hier einen mega langen Selfie-Stick, wenn ich das möchte. Geht sehr gut. Ist nicht ganz so leicht natürlich, aber das Tripod selber ist nicht wirklich schwer. Und das Tolle daran ist, ich nehme es einfach, stelle es hier hin, zack. Und das steht bombensicher, ob es gerade ist oder nicht, spielt keine Rolle. Ist egal, können wir hinterher ausrichten. Und dann kann ich einfach so Vorbeilaufszenen aufnehmen, Vorbeifahrszenen aufnehmen. Und ja, ich weiß einfach, die Kamera fällt nicht beim ersten Windstoß um. Wenn ich dieses Tripod nicht dran habe, dann habe ich an dem 3 Meter Selfie-Stick immer hier meine Handschlaufe. Die kennt ihr, glaube ich, auch von meinen Fotokameras. Da nutze ich die auch immer. Und habe mir hier so eine Öse quasi geholt für das Viertel-Zoll-Gewinde und drehe die rein. Und dann fühle ich mich immer einfach sicher.
sicherer, wenn die Kamera auf 3 Metern quasi ausfahre, damit sie mir nicht aus der Hand fällt und wenn ich sie doch noch irgendwie retten kann, auch wenn die Chancen groß sind, dass die Linsen dann nicht mehr funktionieren. Ja, das wollte ich euch mal noch zeigen. Das ist sehr, sehr cool. Und ja, ansonsten seht ihr, ich habe für beide Kameras jeweils einen Mikrofonadapter und kann quasi hin und her wechseln. Es ist völlig egal. Bleibt alles so, nur dass ich den Adapter austausche und nehme dann den Ton ab. Wie gesagt, wenn ihr es einfacher haben wollt und trotzdem gute Tonqualität, brauchbare Tonqualität, dann schaut euch das DJI Mic 2 an. Es reicht euch ein Sender, mehr braucht ihr nicht. Und damit funktioniert es dann schon, weil eben die Ace Pro und auch die X4 die Möglichkeit bieten, diese Sender per Bluetooth zu verbinden. Ich hatte schon gesagt, ich nehme nach Möglichkeit immer in 8K 30 auf, einfach weil mir die gute Bildqualität einfach wichtig ist. Und ja, nehmen wir doch hier einfach mal ein bisschen was an Szenerie auf und das blende ich euch einfach mal ein. Wenn ihr die Kamera auf 3 Meter ausgefahren habt, müsst ihr euch normalerweise nicht drehen. Das könnt ihr auch hinterher im Framing natürlich problemlos machen. Ja, es hilft natürlich ungemein, ein bisschen kreativ zu sein. Für mich, der Gamechanger bei einer 360-Grad-Kamera ist auf jeden Fall der 3-Meter-Selfie-Stick. Der bietet euch so viele tolle Möglichkeiten, weil ihr einfach ja, Drohnenshots imitieren könnt und all diese Geschichten. Und das einfach mal im Urlaub an Orten, wo man vielleicht normalerweise gar nicht fliegen darf mit der Drohne. Und das ist schon eine coole Geschichte, finde ich. Und kann ich sehr, sehr empfehlen, sich dieses gute Stück mit zuzulegen. Wenn man sagt, man kauft sich eine 360-Grad-Kamera, dann bringt es auf jeden Fall Punkte, den 3-Meter-Selfie-Stick zu haben. Ja, ihr Lieben, das soll es von mir hier gewesen sein. Mein ja, kleiner Test zur Tauglichkeit der Insta360 X4 und der Ace Pro quasi in Kombination als Freizeit- und Urlaubskamera. Also quasi, ihr macht euren Tagesausflug und wollt das ein bisschen filmerisch begleiten, aber auch mal 1 oder 2, 3 Fotos machen, die jetzt nicht den allergrößten Ansprüchen genügen müssen, aber trotzdem ja, die für euch wichtigen Momente festhalten. Und ich bin selber sehr, sehr gespannt, was da jetzt so rauskommt, wie gut auch das Videomaterial miteinander funktioniert und matcht. Das habe ich so in der Form natürlich auch noch nicht getestet. Und ja, am meisten freue ich mich natürlich darauf, das Framing auf dem iPad. Ich hoffe, das gelingt mir. Ansonsten werde ich es euch natürlich ganz, ganz ehrlich verraten, dass es dann doch am Rechner gemacht wurde. Aber ich gehe davon aus, dass es gut geht. Und ja, freue mich da jetzt auf jeden Fall drauf. Das werde ich mich ja, annehmen oder werde ich mir in den nächsten Tagen annehmen und werde mich hier ransetzen, ein vernünftiges Framing zu machen, tolle Perspektiven euch zu zeigen mit der X4, aber eben auch die Moderation, die Aufnahmen unter Wasser mit der Ace Pro und ja, die Kombination aus beiden Kameras, glaube ich, könnte sehr, sehr spannend werden für den einen oder anderen von euch. Ich muss euch ganz ehrlich sagen,
Ich könnte mich nur schwer entscheiden, wenn ich wählen müsste zwischen den beiden Kameras. Aber ich glaube, ich würde erstmal, wenn ich noch gar keine Videokamera hätte, die das so in der Form kann, würde ich mich erstmal für eine Ace Pro entscheiden, beziehungsweise für eine Action Cam entscheiden, weil man damit einfach noch mal ein bisschen flexibler ist und die bessere Bildqualität auf jeden Fall bekommt. Wobei ihr mit einer 360-Grad-Kamera halt Aufnahmen machen könnt, die mit keiner anderen Art von Kamera möglich sind. Das geht nur mit einer solchen Kamera. Ja, ansonsten war das eine wunderschöne Tour bei knallig heißem Wetter nach Feierabend. Es ist jetzt kurz nach 6. Ich radle jetzt gemütlich nach Hause, hab's nicht so weit. Ihr kennt den Spot hier, bin ich sehr, sehr oft unterwegs. Und ja, mir hat's großen Spaß gemacht, das einfach mal ein bisschen auszuprobieren, zu testen. Wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Zeit und wir sehen und wir hören uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao, euer Daniel. Tschüss.